Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon. Das ist jetzt Ausgabe... Ich habe keine Ahnung. Herzlich willkommen zur neuesten Folge hier bei Dercho TV. Und heute steht Folgendes an mit unseren fünf Lieblingen hier, die ja fast alle auf Level 40 sind. Smedbone, Aquana, Fast, Pikachu, Imitak und Glurak sind ja kurz davor. Smedbo wollen wir natürlich jetzt erstmal dann auch noch hier fit machen. Das machen wir dann auch noch so mit Imitak. So stelle ich es mir vor. Dann stellen wir das mal kurz um. Aquana dann auf die vierte Stelle. Und wir sind jetzt hier in, ich gehe nochmal raus, hier in zwei Pokémon-Arenen. Safronia City ist in Kanto die einzigste Stadt, wo es insgesamt zwei Pokémon-Arenen gibt. Die Psycho-Pokémon mit Sabrina, das ist die hier, und das ist die Kampf-Pokémon-Arena, wo man sich später ein Pokémon aussuchen darf. Die linke, wo die Kampf-Pokémon-Arena ist, hoppala, jetzt ist mein Handy zu laut geworden. Muss ich vielleicht mal ein bisschen zur Seite legen. Hab gerade eine Nachricht gekriegt, aber egal. Wo war ich stehen geblieben? Ja, die Pokémon, also die Kampfarena, wo es nur Kampf-Pokémon gibt, die ist inoffiziell. Ne? Kann man hier auch lesen, das ist das Kampf-Dojo. Und wenn wir nach hier hingehen, dann steht hier natürlich Safronia City Pokémon Arena, Arena-Leiterin Sabrina, die Herrin der Psycho-Pokémon. Also das werden wir uns heute jetzt auch mal drum kümmern. Deswegen werden wir natürlich hier jetzt die jeweiligen, ich glaube 4-5 Stück sind das, inklusive noch dem einen Dojo. Dann können wir uns aussuchen, Kikli oder Nocturne. Ich würde mir Nocturne nehmen, weil, das muss ich auch nochmal erklären, Kikli und Nocturne sind nach zwei berühmten Martial-Arts-Kämpfern benannt worden. Sagen wir eher Schauspielern. Kik Lee einerseits unter, man kann sich denken, Bruce Lee und Nock Chan wegen Jackie Chan. Und ich bin großer Jackie Chan-Fan. Und deswegen will ich auch das Ganze natürlich dann auch dementsprechend so machen. Und dann werden wir mal sehen. Naja, wir starten durch. Ich quatsch mal den ersten an. Haja! Fängt er direkt an. Unbefugter Zutritt zu unserem Kampf-Dojo verboten. Naja, jetzt will er mich besiegen und anscheinend dann sagen, ja, darfst nicht hier rein. Das ist mir Schnuppe. Guck mal, so sieht ein Schwarzgurt aus. Sieht aus wie so ein Sumo-Ringer. So, Macholo selbstverständlich. Dann setzen wir mal Smedbo ein. Das Schönste ist ja, es kann ja noch Psychogenese. Und man muss natürlich auch denken, Psychoattacken und Flugattacken sind die Schwäche der Kampf-Pokémon. Ne? Also... Das wird natürlich dementsprechend sehr einfach sein. Und ich wechsle dann mal halt mal immer hin und her, bis Smedbo Level 40 ist. Dann macht Imitak den ganzen Rest alleine. Ist natürlich klar. Dann werden wir natürlich sehen, wie das Ganze dann natürlich ablaufen wird. So, zack. So, dann wieder Rasaf. Tja, natürlich kriegt das dann Imitak. Smedbo. Guck mal, Rasaf sieht echt schön aus, im Gegenzug zu Mankey, aber das ist ja, wie schon gesagt, die rote Edition, sieht ja alles etwas anders aus. Ne? Also sprich, wenn wir dann, ich habe überlegt, wenn wir wahrscheinlich dann auch wirklich zur gelben wechseln, sprich den ganzen Kram noch einmal machen, aber dann ja auch diesmal in einer anderen Art, weil wir dann ja nicht irgendwie Bisasamshiki oder Glumanda kriegen, weil wir dann alle drei kriegen, aber als Anfangs-Pokémon Pikachu. So überlege ich mir das. Natürlich kann das auch so sein, dass wir dann direkt auf die goldene, silberne oder Kristalledition gehen. Wird er wahrscheinlich dann dafür auch eine Umfrage machen. So, der erste ist besiegt. Der zweite sagt, du sollst sehr gut sein. Beweise es mir. Tue ich auch jetzt. Muss natürlich auch so sein, ne? Ist ja schließlich klar. So, der nächste Schwarzgurt, der kämpfen will, der setzt auch Macholo ein. Ist natürlich klar, Macholo, Mashok, Mankey und Rasaf sind hier natürlich sehr präsent. Und ich glaube, der Leiter dieses Kampfdojos hat Kikli und Nocturne. Müsste, glaube ich, so sein. Ich weiß es jetzt nicht. Siehst du, Mashok kommt jetzt noch dazu. Dann machen wir das mal mit Imitak. Wie Mashok guckt er. Also, so doof. Ja, so ist es ungefähr. So. Dann geht es jetzt auch hier rein. 1000 Erfahrungspunkte. Das ist auch schon mal eine Menge. Schiedsrichter, ein Punkt. Ja, den kannst du dir sonst wohin stecken. Der nächste sagt, keine Herausforderung ist mir zu hart. Ich zertrümmere Steine mit bloßen Händen. Und ich reiß Papier mit bloßen Händen zusammen. So, wer ist jetzt von uns beiden gefährlich? Der nächste Schwarzgurt möchte kämpfen und hat nur nur Rasaf. Das ist sehr gut. Und dann nehmen wir mal
Natürlich Smetbo wieder mit Psychochinese. Xing Shang Shung, Chinesen spielen Ping-Pong. Sie überlebt andauernd, ne? Aber man kann auch deutlich sehen, selbst eine Kratzfurie gegenüber meinem Smetbo schadet das nichts. Und Smetbo ist immer noch nicht fertig. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Naja. So, der letzte normale Schwarzgurt und dann kommen wir zum Leiter des Dojos. Ne? Also, ich sag mal nix mehr. Ne? Der setzt jetzt Menki ein. Zack. Und wir setzen natürlich Smetbo. Ich bin mir jetzt sicher, jetzt wird Smetbo auf Level 40 kommen und dann kann ich mit Ibitak weitermachen. So habe ich nämlich das Gefühl, dass das passieren wird. Nee, doch nicht. Naja, das nächste Menki, das ist aber jetzt erstmal für Ibitak. Weil, wie schon gesagt, gerecht muss gerecht sein. Und das soll auch wirklich gerecht sein, finde ich. Ne? Deswegen machen wir das auch so. Und außerdem will ich auch noch die anderen Pokémon auf Level 40 kriegen. Das ist natürlich schließlich auch noch ein Muss. Und guck mal, anstatt dass das Smetbo Level 40 erreicht, erreicht Ibitak Level 38. Aber dafür sorge ich jetzt, dass es jetzt noch ein Level-Up-Gleich hier noch gibt. Da, komm her, Smetbo. Ne? Psychokinese, bestimmt wieder kurz vorm Überleben. Siehste? Nee, doch nicht! Haha! Siehste, und jetzt zack, es ist alles geplant. Alles geplant. Level 40, somit ist Smetbo als erstes fertig. Und somit gehen wir dann in Richtung Tausch. Ibitak geht dann nach vorne. Ich setze mal Glurak auch mal nach vorne, aber wir gehen ja sowieso gleich auch noch... So. Nämlich zurück ins Pokémon-Center. Willkommen! Ich bin der Karate-Meister, ich leite diese Pokémon-Arena. Du forderst mich heraus? Also gut. Ich kenne keine Gnade. Los geht's. So. Einmal husten musste sein. Und somit kämpfen wir gegen die Leiter. Der hat, wie schon gesagt, Kikli und Nocturne. Also nicht hier, dementsprechend. Da haben wir es. Kikli. Kikli. Ja, ich mag Kikli nicht. Ich nehme dann doch eher Nocturne. Ne? Ist auch besser, finde ich. So. Und jetzt noch Nocturne. Ist, wie Nocturne aussieht. Bückt sie so nach vorne, so leicht. Und macht dementsprechend irgendwie so einen Kram. Naja. Aber der Kampf ist schnell zu Ende. Warum auch Flug-Pokémon? Und dagegen sind ja die Kampf-Pokémon sehr, sehr schwach. So. Ich bin deiner Gnade unwürdig, trotzdem flehe ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Ja, preisgekrämpftes Kampf-Pokémon. So, was haben wir hier? Nein. Nein, das drittstärkste Pokémon möchte ich nicht. Das drittstärkste. Nicht das dritt, sondern das dritt mit T, nicht mit D. Hier. Den Puncher. Nocturne nehmen wir. Klar. Möchtest du Nocturne einen Spitznamen? Ja, ich nenne es Jackie Chan. Naja. Er sagte ein Pokémon. Und da steht jetzt was dahinter. Wie die Saat, so die Ernte. Naja. Hätte man sich denken können. Somit wäre das vorbei. Und wir haben, glaube ich, Nocturne auf Level 30 gekriegt. Oh, das könnten wir ins Team mit aufnehmen. Kann nur zwei Attacken auf Level 30. Kometenhit und Agilität. Naja. Ist ja auch jetzt, sagen wir mal, nicht so besonders. Aber was soll's. Wir werden natürlich dementsprechend was machen. Und zwar nämlich das Pokémon jetzt erstmal ablegen. Deswegen gehen wir zurück ins Pokémon Center. Aber wir gehen auch natürlich zurück, um zu heilen. Und schließlich müssen die Angriffspunkte unserer Pokémon geheilt werden. Smetbo werde ich in diesem Fall ja nicht einsetzen, weil Psycho gegen Psycho, das ist auch sowieso ein bisschen... ja, ulkig, sag ich mal so. Das hat auch keinen Sinn. Deswegen gehen wir jetzt erstmal Nocturne in die Pokémon-Box und heilen jetzt dementsprechend unsere Pokémon nochmal. So, geheilt ist geheilt. Das ist auch was Tolles. Und jetzt gehen wir in Richtung dem wievielten Orden nochmal? Ja, der fünfte Orden, meine Damen und Herren, liebe Freunde der Pokémon-Unterhaltung, hier bei Dercho TV, ne? So kann man das auch sehen. So, wenn wir dann natürlich auch mal schön... lecker. Ja, nicht lecker, sondern was anderes. Ich habe gerade auch noch nebenbei was auf. Naja, so,
Die Arena läuft so, wenn ich auf diese Teile trete, ihr kennt das von der Sylphscope-Folgen, von den beiden Sylphscope-Folgen, dann werde ich teleportiert. Ne? Und natürlich befindet sich in jedem einmal der Trainer, ne, so kann man das sagen, ein Trainer und natürlich auch irgendwo die Arena-Leiterin Sabrina mit ihren Psycho-Pokémon, ich glaube Abra, Kadabra, Sinsella. So, ein Psycho möchte kämpfen. So, jetzt sind wir hier in Phlegmon. Wo es eigentlich auch heißen kann, Phlegmon, Moment mal, ja, es ist Wasserpsycho. Also Pikachu hat da auch eine gute Chance, aber wir werden natürlich das erstmal hier so mit, Dingens regeln. Jetzt machen wir mal Klingensturm. Ja. Zack. Somit wäre Ibitak dann, Ibitak sag ich schon. So, Phlegmon. So, dann können wir jetzt Pikachu mal einsetzen. Wäre natürlich eine Chance für Pikachu, denn Phlegmon ist ja neben Psycho auch noch Wasser-Pokémon, wie ich schon vorhin gesagt habe. Donnerblitz müsste vielleicht ausreichen, aber bei dem Levelunterschied von 4 Leveln glaube ich, dass Phlegmon das nicht überleben wird. Ja, da zweifelt man schon selbst an seinem eigenen Pikachu, was jetzt Level 38 erreicht hat, ne? Naja, sind noch gute 2-3 Level bis Level 40, also bis es Donner lernt. Und das ist Lamus. Lamus im Übrigen die Entwicklung, ne, ihr wisst schon, wie ich das meine, durch ein Mushas. Aber ganz normal entwickelt sich das, glaube ich, auch in diesem Bereich, wo das jetzt ist. Aber hier sieht Lamus echt scheiße aus. Wenn ich ehrlich bin. So, ein Donnerschock reicht. Das war's. So, dann gibt es bestimmt 1159 Erfahrungspunkte. Ich habe die Konzentration verloren, ja, nicht mein Problem. So, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Das ist der nächste Psycho. Das sind alles Psychos und natürlich gibt es auch, glaube ich, eine oder zwei Exorzisten. Und natürlich die Arena-Leiterin, wie schon gesagt. Der nächste Psycho möchte kämpfen und setzt jetzt Kadabra ein. Ne? Weiterentwicklung von Abra. Steckt doch drin, ihr Drattel. Ja, ich weiß. So. Machen wir mal Furienschlag als erstes. Ja, sieht gut aus. Jetzt kommt noch einmal. Boah. Passt ja. Dreimal getroffen. Jetzt kommt wieder Phlegmon, wieder eine Chance für Pikachu. Warum auch nicht, ne? Ich werde auch Pikachu erst zu Raichu entwickeln, wenn, es dementsprechend Donner gelernt hat. Also werde ich dann nach Prismania City fliegen, mir einen Donnerstein holen und es dann dementsprechend zu Raichu entwickeln. So. Pantimos. Ja, kehren wir zurück zu Ibitak. Da sieht Pantimos leicht fett aus, ne? In den anderen Editionen sieht es ja dann ab der gelben ein bisschen dünner. Ne? Zack, fliegen wir mal eine Runde. Confusion. Zack. So, Volltreffer sogar auch noch. Eieiei, nicht gut fürs Pantimos, aber gut für Ibitak. Level 39. So, und dann kommt wieder ein Kadabra. Bleiben wir dann bei Ibitak. Mal auffliegen. Nochmal fliegen. Genesung. Bringt irgendwie nichts, wenn man noch volle HP, volle Kraftpunkte hat. Ne? Damit ist der Psycho auch erledigt. Er glaubt's nicht, er hat verloren. Dann nehmen wir jetzt hier runter. Und da haben wir wieder einen Psycho. Da unten kann man sehen, eine Exorzistin. Ja. Und somit geht der nächste Kampf auch weiter. Mal gucken, was der so hat. Ich bin mir sicher, auch noch einer von denen hat hier auch natürlich, glaube ich, sogar noch Blutzug. Denn Blutzug ist auch noch ein bisschen Käfer, sag ich schon. Naja, egal. So, Lamus Level 38 gegen ein Ibitak Level 39. Ja, ich bemerke gerade, meine Brille ist ein bisschen dreckig. Deswegen geht es jetzt erstmal nicht weiter. Keine Angst. Ja, ich drücke weiter. Keine Sorge. Kopfnuss. Ja. Hätte dazu geführt, dass es nicht mehr weitergegangen wäre. Super, jetzt ist es ein bisschen dreckiger geworden. Ja. Oh, Panzerschutz. Auch noch natürlich was Schönes. So, dann machen wir mal Borschnabel. Mal gucken, ob das was besser bringt. Ackerknarre. Ja, ist doch kein Feuer-Pokémon. Oder kein Boden-Pokémon, wie man es auch sagen kann. So, machen wir mal Klingensturm. Das müsste jetzt vielleicht funktionieren. Wirbelwind. Ach ja, erzeugt Wirbelwind. So, zack, Klingensturm. Bringt auch nicht so viel. Wieder Panzerschutz, die Verteidigung wieder etwas nach oben. Aber wir machen jetzt mit Borschnabel. Ne? Wieder Panzerschutz. Ja, Borschnabel bringt nicht so viel, aber es bringt auch nicht so viel, weil die Verteidigung immer weiter nach oben geht. Das heißt, sprich bald... Ja, guck mal. Volltreffer hätte gereicht. Und immer noch nicht Level 40. So. Ich denke mal, wir gehen mal hier nach unten.
Und jetzt sind wir bei einer Exorzistin. Meine Fresse. Oder wie ich sie gerne nenne, kranke Frau mit Geister-Pokémon. So. Exorzistin, die hat dann dementsprechend auch ein Geist-Pokémon, weil sie sind auch ein kleines bisschen Psycho-Pokémon. Aber man muss natürlich sagen, die Geister-Pokémon, deren Schwäche ist Psycho. Ja, eine Logik, die ich selbst auch nicht verstehe, seitdem ich Pokémon spiele. Aber was soll's. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ah, noch eine Exorzistin, guck mal. Ich habe so das Gefühl, ich komme heute nicht zum Orden. Scheißegal, wie lange das jetzt dauern wird. Ich will den Orden machen. Ja, das muss jetzt auch mal sein, weil neuer Orden, das ist jetzt der 5. Orden. Also Halbzeit hatten wir schon lange. Jetzt, was sage ich? Eine Exorzistin hat nur Geister-Pokémon. Natürlich könnte ich jetzt auch nochmal ins Pokémon-Center gehen, aber das erspare ich mir gleich. Denn wir haben ja nur mehr als nur Ibitak, was jetzt auch fertig ist. Level 40. Ja. Nehmen wir mal Aquana, ne? Aquana. So, da haben wir auch nur Wasser, Eis und... Oh. Tja, da haben wir ein bisschen zu langsam reagiert. Ich glaube, es liegt auch einfach nur stumpf daran, dass, ja, Aquana zu langsam ist. Aber wir haben ja die Pokémon-Flöte. Lecker. Ja, den Markt gibt's nicht mehr. Oh, Kung-Fu-Strahl. Oder wie ich gerne sage, Kung-Fu-Strahl. Manchmal fragt man sich wirklich, was das soll. Zack, verletzt, ist klar. Wieder lecker. Ich will mir Arschlecker immer sagen. Und jetzt ist es noch paralysiert, verwirrt, schlägt sich selbst, ne? Das ist ein tolles Pokémon, so sag ich's mal immer gerne. So, jetzt kommt noch Nachtnebel dazu. Also, ich sag mal so, Aquana jetzt so in den Kampf zu schicken gegen diesen Orden, ich glaube nicht, dass das was wird. Weil es schlägt sich schon fast tot. Deswegen wechsle ich mal mittendrin und setz mal Glurak ein, denn hier existiert ja noch nicht die Fähigkeit Schwebe. Deswegen geht's noch... Meine Fresse. Ja, darf er als erstes angreifen, deswegen... Deswegen machen wir jetzt mal Erdbeben. Ja, deswegen haben wir auch noch Glück deswegen. Ne? Weil wenn jetzt, dann würde es nicht funktionieren. Ich glaube, bei Gengar würde es auch nicht funktionieren, weil es auch die Fähigkeit Schwebe hat. Aber, naja, ich bin nicht gut genug. Ja, bist du auch nicht. Nur mein Aquana ist nicht gut genug. So, dann geben wir das mal dementsprechend mal einen Hypertrank. So kleinere Tränke habe ich nicht. Das ist ein bisschen bitter. Aber einen Hyperheiler haben wir. Und können wir den auch geben? Die Paralyse ist verschwunden. Ich denke mal, hier hoch geht's. Den hatten wir schon. Dann gehen wir mal hier runter. Und da sind wir. Ja, da sind wir. Das ist Sabrina. Wie es ausschaut. Gell? So. Ich setze mal einfach mal Glurak nach vorne. Wird es dementsprechend natürlich auch noch einen Trank geben. Keine Sorge. Ein Trank. Kein Hyperheiler. Weil Erdbeben und Schaufler können natürlich sehr gut helfen. Ne? Dementsprechend fragt man sich, nur eine Attacke? Klar, selbstverständlich. Flammenwurf wird dann eine Feuerattacke ersetzen. So. Ja, sie beherrscht die Psychokinese, seit sie ja, und sie kann Löffel damit verbiegen. Also sagen wir mal, nähere Verwandter mit Uri Geller. Also hat sie auch Urin im Keller. Also, 5. Orden geht los. Sie möchte kämpfen und setzt direkt ein Kadabra ein. Dann mache ich das mal mit Glurak und Erdbeben. Aber ich glaube nicht, dass das was bringt, weil man sieht den Levelunterschied. Da gehe ich wirklich schon mit der... Wow. Aber da gehe ich jetzt ordentlich mit der Brechstange ran. Jetzt ist Glurak auch Level 38. Jetzt kommt Pantimos. Wir bleiben mal dabei. Und setzen einfach nochmal Erdbeben ein. Warum nicht, ne? Also ich glaube, ein Lamus besitzt sie nicht. Also hätte Pikachu heute keine Chance mehr aufzutreten. Aber was soll's. Wir haben ja noch genug Zeit. Ihr wisst ja, immer eine halbe Stunde. Bei bestimmten Anlässen auch mal länger. So. Omod. Ach, guck mal. Da hat Pikachu doch noch eine Chance. Weil ein bisschen Omod ist auch ein bisschen... Ist auch ein bisschen Flug-Pokémon. Ich hoffe mal, dass es was bringt. Gleicher Level, aber... Nee, bringt nichts.
Tschüss, Pikachu. Oh, nee, doch nicht. Gut, nochmal. So. Nochmal Psi-Strahl. Das war ein Volltreffer. Das heißt, der nächste Psi-Strahl geht echt wirklich... Eieiei. Aber Pikachu war schneller. So, jetzt kommt Simsala. Ja, komm, Lurak. Da gehen wir dann auch wieder mit der Brechstange ran. Ne, 43, meine Fresse. Reflektor. Eieiei. Das heißt, man erhält einen Panzer, aber ich glaube nicht, ob das was bringt bei Erdbeben. Eigentlich schon. Oh. Ja, dann vergraben wir uns mal. Und zack, Genesung. Das wird uns jetzt dermaßen auf den Sack gehen. Deswegen rechne ich damit, dass es jetzt etwas länger dauern wird. Ne, sprich, diese Zeit können wir einplanen. Boah, Psi-Welle ging auch noch daneben. Wir haben dermaßen Schwein gehabt. Also, da bin ich jetzt wirklich... Oh, Glurak. Oh, mein Glurak hier. So, und damit hätten wir Orden Nummer 5 in der Tasche. Gewonnen ist gewonnen. Und wir kriegen den Sumpforden. So, bis Level 70 hören uns fremde Pokémon, gehorchen uns fremde Pokémon. Und somit kriegen wir noch Psi-Welle. Ich denke auch darüber nach, ist ja dementsprechend das Metbo beizubringen. Aber es muss ja nicht sein, deswegen lassen wir es auch. Somit wäre dann Orden Nummer 5 in der Tasche. Und wir gehen jetzt erstmal Richtung Pokémon Center, denn wir gehen jetzt auch in Richtung Fuchsania City. Da erwartet uns der nächste Orden, da ist auch die Safari-Tunnel, wenn wir ein paar schöne Pokémon fangen. Dort gibt es auch vor allem Surfer und vor allem Stärke, nicht nur in der Safari-Zone, sondern auch generell in Fuchsania City. Und da wird es uns natürlich eine Menge freuen. Wir gehen natürlich über, natürlich den längeren Weg, denn es muss ja auch natürlich ein bisschen Spannung drin sein und uns muss nicht so schnell gehen. Deswegen finde ich auch, dass wir jetzt mal langsam auch mal die andere Strecke gehen. Deswegen gehen wir Richtung Lavandia, also die Route unter Lavandia. Wir können auch über Urania City gehen, das ist dann aber dieselbe Stelle, denn es erwartet uns noch eine dicke Überraschung im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ihr wisst, zwei Relaxus versperren uns den Weg Richtung Fuchsania City. Eins können wir umbringen, das andere können wir fangen, denn ich will eins dieser beiden Relaxus fangen. Glaube ich Level 30, denke ich mal. Ne? Beide. Oder, ja, Level 30. Weil Level 50 ist in der goldenen und silbernen und Kristalledition. Und das ist dann auch nur eins. So. Damit gehen wir dann jetzt auch weiter. Ich schätze mal, dann mal setzen wir Pikachu nach vorne. Und setzen dann das auch mal so nach vorne. Aber ich glaube nicht, dass wir auch Relaxo ins Team aufnehmen werden. Welches unser nächstes Pokémon sein wird, das weiß ich nicht. Aber... können wir irgendwann mal wissen, nicht? So. Wir können mal hier nach oben hingehen. Und mal dieses liebe Mädchen fragen, meine Pokémon und Pokémon zu ertönen, bla bla bla. Ich gebe diese TM, ich nötige sie nicht länger. TM 39. Oh, Sternschauer. Eine treffsichere Technik. Was nützen sein kann. Ja, eine normale Attacke, die aber treffsicher ist. Ne? Ja, eine treffsichere Attacke, wie ich sie immer gerne nenne. So. Jetzt sind wir hier auf Route. Ich habe keine Ahnung. Auf Fahrrad will ich nicht. Ich will nämlich die Karte. Ah, die Karte habe ich nicht, oder was? Ja, ich gucke nie auf die Karte, deswegen habe ich sie nicht mit. Aha. Naja, wir sind auf irgendeiner Route. Und wir kämpfen jetzt gegen Fischer, gegen Angler. Und, deswegen geht's dann auch jetzt los. Goldini, Carpador und Goldking kann uns hier erwarten, glaube ich. Ja, Stern, du, also nehmen eine Menge Wasser-Pokémon. Ne? Aber wie auch schon gesagt, wenn Pikachu Level 40 erreicht, beziehungsweise die Donnerattacke gelernt hat, wird Pikachu sich zu Raichu entwickeln. Ist ja deswegen hier auch noch Quapsel, ne? So schnell kann das gehen.
So, und dann gibt's noch ein Goldini, Goldini. Was auch irgendwie lustig ist, die Pokémon-Stimme in den Editionen von Goldini und Raupi, die klingt gleich, aber da hat's irgendwas mit den Höhen zu tun. Und das Schönste ist, Goldini kann Schnabel. Obwohl Goldini keinen Schnabel hat. Was bedeutet das? Ja, das fragen wir uns alle. Wuhu, genau 100 HP. Mir ist das einmal passiert. Ich habe gespeichert und auf einmal hatte mein Pokémon genau 100 HP auf diesem Level. Und dann ist es ein HP runtergefallen. Ah, kann passieren, ne? Naja, hier ist niemand. Wir haben ja noch kein... Oh, da ist wieder der nächste Dicky. Beziehungsweise der nächste Angler. Man muss nicht gleich als Klischee sehen, alle Angler sind dick. Ne? Mein Cousin, der angelt auch gerne und der ist nicht dick. Mein Papa aber. Das ist aber eine andere Geschichte. Man muss nicht direkt sagen, alle Angler sind dick. Nee. Nein, das stimmt nicht. Außer mir kann jemand das Gegenteil beweisen und schickt mir eine E-Mail an derchotv@gamex.de. Aber glaube ich, unwahrscheinlich. Naja. So, bum, 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 bum. Nächstes alles immer mit Donnerblitz. So. Schön besiegt. Ja, der ist entwischt, aber was soll's. So. Da haben wir noch einen. Machen wir den auch noch. Müssen gleich an die dicke Überraschung kommen. Zur dicken Überraschung. Ich habe jetzt hoffentlich nicht so viel verraten. So, der hat nur ein Goldini. Level 27. Gerade auch nicht hoch. Aber was soll's. Weiter geht's. Goldini, Goldini, Goldini. Ja. Guckt auch so böse. Nee, böse. So. Das war spitze. Ja, so kann man das aussehen. Hoffen wir mal, dass wir so langsam mal in die Richtung kommen. Da ist der nächste. Das sind heute, das sind jetzt hier Kämpfe, die sind eigentlich... Pff, Kindergeburtstag. Ist ja eigentlich auch wahr. Kinder, ja, Kindergeburtstag nicht, aber was soll's. So, jetzt haben wir hier einen mit Quapsel. Wird er, glaube ich, auch Donnerschock reichen? Ja, würde auch reichen. Dementsprechend Wallis Genital. So, jetzt kommt Mushas zum Einsatz. Ich glaube, das wird auch reichen. Tut's auch. Ich glaube, alle reichen. Also muss ich nicht jetzt so viel sagen. So, Goldini, komm, da reicht auch Donnerschock. Reicht auch. Hoffentlich erreichen wir langsam jetzt Level 40. Und Sepa. Premiere für Sepa. Nicht für dieses Sepa, sondern für das andere Sepa. Nein, nicht Premiere für Sepa. Wir hatten Sepa ja schon oft. Ja. Immer noch nicht Level 40. Was soll das? Ja, das war auch kein Zuckerschlecken. Für mich schon. Nicht Zucker, sondern Salz. So. Und tada, da ist die dicke Überraschung. Und um die dicke Überraschung kümmern wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Pokémon. Also wird dieses Pokémon hier gefangen? Wir haben ja zwei Chancen. Einmal hier und einmal bei Prismania City ist die Chance für ein dickes, fettes Relaxo. Und ich sag mal so, die Chancen stehen gut. Bis nächste Woche. Tschüss.